Zeitgeist. Sie reden von dem Comeback, doch ich war niemals weg. Ich bin der, den sie vermissen, weil sie mich nicht kennen. Das hier ist Oldschool, Deutschrap. Ich ficke deine Mom, du Keck. Ja. Bin aufgewachsen mit Deutschrap, Sammy Savage, Fahrt und Tour. Gute Nacht, Geschichten aus London, das Leben. Für mein Kind sein Poesiealben anlegen. Nach Größe und Streben im Vorgarten Edens. Aber was ist geschehen? Hör nur, wovon sie heutzutage reden. Benzer fahren, fette Haare. Für die Leute, die mit ihrer Kunst alleine nicht zu flexen haben. Belangloser Hip-Hop, nichts weiter als Kronoporberg. Die Szene zerstört, so wie Breezo, Tubo. Die Charts heutzutage nicht mehr als bloß Flops. Mehr als eine Frage von geschmacklichem Bankrott. Jemand muss die Szene retten, aber wer kann es sein? Der unbekannte Junge steigt jetzt ins Business ein. Ich rappe nicht, wie krass ich bin. Ich rappe krass, so wie ich bin. Und so komme ich wie der deutsche Hip-Hop-Messias in die Top-Spitze der Echo-Nominierung. Stimmt, die Rap-Kultur hat diesen Musikpreis ruiniert. Und shit, der Hass hat die Kunstwelt definiert. Es wird Zeit, die Kunst zu reetablieren. Punkt. Ja, ich bin melodramatisch, so tragisch, nostalgisch. Denk an eine Zeit, in der Zeitgeist vom Neid befreit ist. Und ein jeder, der Hip-Hop-Texte schreibt, nach Freiheit schreit. Nicht bloß heiße Luft und Schwanzvergleiche. Yeah. Nenn mich doch altmodisch, wohl eher melancholisch. Denke an eine Zeit, in der der Zeitgeist vom Neid befreit bleibt und man gemeinsam die Monster unterm Bett vertreibt. Die Erinnerung, sie bleibt durch die Musik vereint, archiviert für die Ewigkeit. Ah. Ich zerstöre deine Wertvorstellung, rezipazabel. Gangster Rapper, kleine Schwänze, indiskutabel. Irreparabel, inakzeptabel. Lausch meiner Fabel und werf die Mistgabel. Winternacht, so kalt, es schneit. Und anscheinend scheint ins Tal hinein, wo der Jäger in der Lache liegt. Die Natur hat schließlich doch gesiegt. Die Moral von der Geschichte, Vokabelmangel float sich nicht. Miserabel, aber scheinbar profitabel. Die Kunst des Beiden seit Jahrtausenden honorabel. Statt dem Ausruhen auf Millionen Tracks schreiben, auf der Arbeit Handy, Mikro, Mindestlohn. Ich hab erlebt, wovon sie nur reden. Bin aufgewacht, verirrt im Regen. Das hier ist große Haie, kleine Fische, Bitch, Underground, Newcomer, kaufe keine Klicks, mache reinen Tisch. Also arbeite ich mich hoch bis an die Spitze Nahrungskette, habe was der deutsche Webster so gerne hätte. Integrität und Etikette. Ja, ich bin melodramatisch, so tragisch, nostalgisch. Denke an eine Zeit, in der der Zeitgeist vom Neid befreit ist. Und ein jeder, der Hip-Hop-Texte schreit, nach Freiheit schreit. Nicht bloß heiße Luft und Schwanzvergleiche. Ja, nenn mich doch altmodisch, wohl eher melancholisch. Denke an eine Zeit, in der der Zeitgeist vom Neid befreit bleibt. Und man gemeinsam die Monster unterm Bett vertreibt. Die Erinnerung, sie bleibt, ist die Musik vereint, archiviert für die Ewigkeit. Lass mich zum Abschluss meine Expertise geben. 2030, der Hype kommt und geht. Todesanzeige, Regionalzeitung, Rückseite. Kleiner Junge findet Leiche. Oh Gott, du bist tot? Was jetzt? Oh nein, halt, halt, nein, das darf nicht sein. Hör nur, wie alle um dich weinen. Oh. Ja gut, scheiße, ne?